morgen, Kinder, wird es was geben. Das Lied kennt natürlich auch jeder. Wir haben einen kleinen, schnellen Wechsel dazwischen. Wenn er euch schwerfällt, zwischen G und A7 so schnell zu wechseln, dann macht es einfach vielleicht mit dem sogenannten kleinen G. Das ist eigentlich nur der eine Finger bei dem G hier unten im dritten Bund auf der dünnen E-Seite. Dann dürfte das auch kein Problem sein. Der Rhythmus war der Allround-Schlag 1, den kennt ihr, denke ich, von den anderen Videos. Das ist 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Und wenn ihr einen anderen Rhythmus spielen könnt, der dazu passt, also ein 4/4-Takt, dann funktioniert das genauso gut. Wenn ich euch helfen konnte, dann gebt mir vielleicht einen Daumen hoch. Macht ein Abo mit Glocke, dann kriegt ihr Nachricht bei jedem neuen Upload von mir. Und teilt das Video doch mit anderen, die das auch gebrauchen können. Das war's schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.